Checker Boom, ja, hallo und herzlich willkommen, M4Tyrell hier mit einem weiteren Let's Play, ich glaube Part 3 wird es. Und ja, mittlerweile sind wir im Anwesen angekommen, haben gemerkt, dass überall die ganzen Türen verschlossen sind und jetzt sind wir auf der Suche nach unserer Freundin. Mittlerweile haben wir so einen kleinen Tagebucheintrag gefunden und einen Diamant. Der Schrank scheint nicht interessant zu sein für mich. Boah, ich muss mal wieder echt mal diese scheiß Stimme für den Typen finden. Die Tür ist verriegelt, sieht ziemlich massiv aus. Ja, das hatten wir auch schon. Na, ich werde leider müde. Das sollte man jetzt, glaube ich. Hä? Was zum Teufel? War da nicht eben gerade ein Mädchen? Sieht so aus, als hätte sie sich einfach in der Luft aufgelöst. Komisch. Okay. Wahnvorstellung. Ey, was haben wir überhaupt? Ja, geil, Diamant. Ja, ich muss sagen, die Karten sind schon echt ansprechend, wobei ich sagen muss, ich glaube, hier hätte es nicht unbedingt so einen harten Schub geben müssen. So. Inventar, Leertaste. Okay, gut, lange Leertaste, Eingabetaste halten. Ja, und da wiederum. Ja, warte nur. Ach, ich weiß, du musst da rein. Verdammt. Inventar. Der Hammer habe ich nicht. Zwei Steine Schalter von Frauen, die gemeinsam ein Tablett tragen. Eine kleine Erfassung ist auf dem Tablett. Das vermuten, dass einzelne Gegenstand. Ja, ich weiß, da war ein Gegenstand. Da müsste es. Ja, theoretischerweise, ja, was haben wir denn? Feuerzeug, ein Buch. Was ist denn das überhaupt? Ja, wird nicht mal angezeigt. Dokumente. Ich kann es Notiz. Ja, diese blablabla Musikzimmer. Okay. Na, ich könnte schwören, da müssen wir da reinpassen. So, speichern wir mal ab. So. Ein Kissen wollen wir jetzt aus dem Filmteam. Ich brauche da. Okay, gehen wir weiter. Hat sich hier was geändert? Nein. So, Musikzimmer. Die ganze Zeit schon die Mucke von Resident Evil spielt, würde ich mal denken, dass der Diamant da in die Statue reinkommt. Die erinnern mich auch irgendwie ein bisschen so an die Resident Evil. Okay, jetzt kann ich nicht. War er da? Okay, willst du nicht nachholen. Ja, was ist noch? Wo müssen wir denn hingeistern? Ich habe keinen Grund, das Anwesen schon wieder zu verlassen. Zuerst will ich meinen Freund suchen. Boah, ich glaube, ich sollte mal ein bisschen lauter reden. Ja, so. Auf dem Stuhl ist die Kiste. Ja, bla bla bla, Schluss, vielleicht bla. Regeln. Boah, Mann, komm. Schließen. Wo ist das hier wieder? So, jetzt aber. So, versuchen wir es mal mit. So, ich vermisse in diesem Menü wirklich nochmal so eine Beschreibung, was das ist. Ich meine, wenn man dann irgendwie vielleicht nach 5 Monaten. Das ist wieder Zock, der weiß ja gar nicht. Du, was denkst denn da? Wüsste gar nicht, dass ich so müde bin. So, ein Nockel. Feuerzeug. Was haben wir da? Dieses Gemälde scheint ein Gebäude zu zeigen. Wird wohl das Gebäude hier sein, nur eine einzige Perspektive. Sehr düster gehalten mit dunklen Farben. Okay. Schön für dich aber. Ich wusste, was ich nicht auch vergessen habe. Was haben da? Whiskyflaschen, blablabla.
eine Zeit zu kosten. Ja, wir besser machen können. Das scheint nicht so zu sein für mich. Och Mensch, jetzt kommt. Jetzt laufe ich hier ganz Zeit im Kreis. So, vielleicht mal dieses Bild nochmal anschauen. Und hier so ein Mädchen zeigt. Was für ein Mädchen auf dem Bild sein mag. Was ist eine von ihr? Entweder das oder deine Mutter. So. Auf dem Tisch liegen diverse Sachen, darunter Teller und Bild, das jemand abgehängt hat. Ich frage mich, wo er sein Bild weggenommen hat. Aber vielleicht hatte er seine Gründe. Die Gestaltung des Films ersetzt. Ah, okay. Jetzt sehe ich. Mit jemand könnte eigentlich in diese Halterung passen. Mal schauen. Ja, wunderbar. Er hat reingepasst. Die Vitrine ist nun geöffnet. Scheint eine Art Mechanismus zu sein. Ja. Wenn ich erstmal Millionär durch YouTube bin, werde ich mir auch so in mein Haus sowas einrichten. Alle Türen verschlossen und man kann es nur öffnen, entweder wenn man die Schlüssel hat oder macht es nur einzelnen, Rätsel rein. Ich kann diesen Schlüssel jetzt herausnehmen. Auf einer kleinen Plakette steht Bibliotheksschlüssel. Das wird wahrscheinlich schon richtig sein. Okay, ab zur Bibliothek. Was ist das? Ein paar Holz. Holzscheiter, mit denen man den Kamin befeuern könnte. Gehen wir mal weiter. Auch vom Zocken werde ich immer so hungrig, Mensch. Da bewege ich mich kaum und krieg jedes Mal Hunger. So, lange Enter. Genau. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Der Zugang zur Bibliothek ist dank der Schlüssel nun offen. Okay, gehen wir mal rein. Oh, hier ist noch jemand. Collins. Ich bin der Geilste. Ja, das Titelset erinnert mich auch an von Feuer Mitternacht. Ich glaube, das war auch da vertreten, bloß nicht benutzt. Was? Wer ist da? Wer bist du? Mein Name ist Matthew Burton. Ich bin hier auf der Suche nach Jessica Lynn, meine Freundin. Burton? Der Name kommt mir bekannt vor. Sie müsste ich wohl mal erwähnt haben früher. Ich bin Michael Collins. Michelle Collins. Ehemals Tontechniker bei der Filmproduktion hier. Darf man erfahren, was hier eigentlich vor sich geht? Wo ist meine Freundin? Was hier vor sich geht, wüsste ich selber auch gerne. Ich weiß weder, wo die Leute stecken, noch was hier eigentlich gespielt wird. Diese Anwesen scheint mysteriös zu sein. Wir haben uns nur kurz getrennt und seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Allerdings dafür Dwayne. Dwayne? Der Kerl, der durchgedreht zu sein scheint? Er ist mir begegnet. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er war sonst immer einer sehr ruhiger, besonderer Mensch. Allerdings scheint er irgendwie den Verstand verloren zu haben. In diesem Gebäude. Kein Wunder. Wo könnte meine Freundin stecken? Wie gesagt, keine Ahnung. Sie ist seit mehreren Tagen verschwunden und ich versuche seither Dwayne zu beruhigen. Aber er rennt dauernd davon, redet wirre Sachen und schlägt teilweise um sich. Wieso ist eigentlich niemand früher aufgefallen von der Filmcrew, dass hier nicht alles normal ist? Du bist da vielleicht falsch informiert. Wir haben den umliegenden Wald als Drehort benutzt. Hier gab es lediglich eine einzige Szene in der Haupthalle beim Eingang. Wir wollten uns das Anwesen ansehen nach Abschluss der Dreharbeiten. Als die anderen zurückgefahren sind. Es mag dunkeln, aber ich bin auch nicht über... Aber glaube ich, aber es scheint zu spuken hier.
kein Wunder bei der Vorgeschichte dieses Anwesen. Es gab hier schon früher seltsame Vorkommnisse. Was fiel genau vor? Bewahren Sie des Herrenhauses. Ich habe noch nicht allzu viel in Erfahrung bringen können. Eine Familie namens Ashfield bewohnte früher dieses Gebäude. Allerdings ist Christopher Ashfield der letzte von denen vor mehr als 5 Jahren verstorben. Ich weiß nicht, was es genau auf sich hat damit. Wichtiger ist, wie geht es jetzt weiter? Wie sollen wir diesen anderen finden? Eine gute Frage. Zuerst sollten wir Dwayne kriegen und ihn beruhigen. Ich habe einige Valium-Tabletten zu beruhigen hier. Ja, nee, ist klar. Das sollte ihn für ein paar Stunden ruhig stellen. Ja, Valium-Tabletten zu beruhigen. Danach könnten wir die Sachensuche fortsetzen. Es sollte kein Problem mehr sein. Vielleicht Räume hier sind die... 4 Räume sind hier verschlossen. Hast du einen Schlüssel für das Haus? Leider nicht. Wir müssen ihn irgendwo anders schaffen. Irgendwie anders schaffen. Oh Gott. Ich würde sagen, du siehst dich um. Suchst dich im vorderen Teil des Hauses nach Dwayne um. Während ich hier den hinteren Bereich durchkämme. Einverstanden. Ich hoffe, diese Sache klärt sich bald mal auf. Ja, das hoffe ich auch. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe eben vorhin das Gästezimmer aufschließen können. Vielleicht versteckt sich Dwayne ja dort. Wer weiß? Du solltest mal nach ihm schauen, vielleicht. Boah, die Übersetzung ist ja echt ein bisschen für den Arsch. So, na gut, dann gehen wir mal dahin.